Und weiter geht es mit FIFA 15 Ultimate Team. Wir sind hier im Bildschirm, weil ich wieder Reus nach vorne ziehe und Schirle reinmache und das draußen lasse, weil er mittlerweile mir doch ein bisschen zu langsam ist. Und ich bleibe bei der Dreierkette. Ich werde nicht wechseln auf die Viererkette. Das mache ich nur im Spielverlauf. Alle, ich kann mir vorstellen, mit was er spielen wird. Das wird Deutschland sein. Nein. Das sieht sogar ganz normal aus. Halleluja. Jetzt erwartet Boateng, Hummels, Reus, Götze, Schweinsteiger, Lahm. Zum Beispiel ist ja da. Also die geballte Power. Nein. Müller verhindert das Zuspiel von Müller. Interessante Kombi, ne? Wieder mal nicht sofort gepasst, nachdem ich es gedrückt habe, was so viele Probleme gelöst hätte. Nein, 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 nein. Wow. Ich hab gedacht, das geht in die Hose. Was? Abseits? Hä? Wie kann das denn abseits sein, wenn der auf einer Höhe mit dem stand? Nein! Verdammt, das ist die Ecke. Oder auch nicht. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Ich habe eigentlich gar nicht schießen wollen. Nein! Verdammt! Ein Stück zu hoch! Ich habe jetzt neulich privat 12 zu 2 online gewonnen. Ja. In Liga 1. Was eigentlich überhaupt nicht machbar sein sollte. Meiner Meinung nach. Aber wenn man totale Offensive mit spielt nach einer roten Karte und trotzdem immer weiter spielt, nicht gut. Boah. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Da habe ich halt immer weiter und immer weiter gemacht. Und wenn dann so viel Platz ist hinten, totale Offensive und ein Mann weniger, ja, da kann man mal halt auch durchgehen, ne? Das habe ich ein paar Mal gemacht. Da habe ich auch so ein Tor wie gerade eben probiert, aber ich habe es da erfolgreich meistern können. Da ist er reingegangen. War noch weiter hinten. Und das war Philipp Lahm. Die Zugkurve hatte ich mir im Nachhinein angeguckt, die war so witzig. Ich hatte eigentlich auch gerade auf Reus gedrückt, oder wer da stand. Danke, FIFA, dass du mir den falschen Pass... Meinte ich wohl. Ich wollte direkt Reus in den Lauf spielen. Nein, da muss doch De Bruyne eingebunden werden. Ah. Bernhard. Meins. Oh, seins noch.
Oh. Da sollte der Ball überhaupt nicht hin. Du drückst X zu dem einem defensiven Mittelfeldspieler und der Ball geht in die Pampa. Zu irgendeinem vorne. Nein! Ja! Ich wollte eigentlich Flugkopfball ansetzen, aber gut, so ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Kein Abseits, willst du mich irgendwie ein bisschen verarschen, Spiel? Warum rennt Reus schon wieder nicht? Schon wieder meine R2-Taste kaputt. So. Und was gibt's? Ecke. Gut. Ah, Mann! Dass da immer der Torwart kommt, ey. Na. Ah. Nein! Nein! Das war so schön gesehen, dass der in der Mitte komplett blank steht. Ups. Oh, schade, dass der nicht reingegangen ist. So. Ah. Ja. Nein. Ja. Nein. Jetzt steht's 1-1. Verdammter Scheiß. Nein, er schießt den einen an. Gott sei Dank. Ich glaube, Dreierkette ist echt risikoreich, was ich mittlerweile in dieser Liga. Was hat doch immer so gut funktioniert? Warum habe ich denn auf einmal so viele Lücken hinten drin? Wo ich bestimmt immer viel zu früh rausrenne mit allen. Danke. 2-0. Oh, ich habe sogar Leno angeschossen. So dass er reingehen. So dass er reinging, ja. Och. Ich wollte eigentlich, dass er dreht mit dem rechten Fuß, aber er hat gemeint, den linken nehmen zu müssen, zu drehen. Komm. Nein, 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 nein. Nein! Ah, schade. Nein, 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 nein. Was macht Sokrates so weit hin vorne? Oh, schade. Ah!
Hat er totale Offensive geschaltet. Ja, da kommt ja immer ein Verteidiger mit. Alter! Hummels! Na schade. So. Schön. Ich habe schon wieder Angst gehabt, dass er vorbeischießt oder ein Torwart trifft. Der dreifache Aubameyang. Jetzt in der zweiten Halbzeit verteidige ich urplötzlich viel besser als vorher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Fragt nicht. Alter. So viele Anspielstationen da vorne für ihn. Da steht doch keine Sau. Warum wird denn da unten hingeflankt? Das verstehe ich nie. Warum wird wo hingeflankt, wo keiner steht? Gelb im Nachhinein. Weil bei Rot pfeift er ja sofort. Da ist egal, wie es aussieht. Den kriegt er nicht mehr. Hoppala. Nein! Schade. Nein! Oh Gott, meine Spieler sind tot. Ich muss wechseln. Ich muss wechseln. Mein defensives Mittelfeld ist komplett tot. Ich hab's gerade gesehen. Die konnten nämlich nicht mehr rennen. Khedira. Und bringen wir noch Höwedes vor die Abwehr. Und bringen wir mal Götze. Na schade. Ich wollte 1 gegen 1 gehen, weil die Partie eigentlich ja schon durch ist. Ja, Reus trifft auch noch. Das sah nach der ersten Halbzeit überhaupt nicht nach einem 4-0 aus. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab gedacht, ich verliere so 3-4-0 wegen. Weil der so gut durchkam immer. So, kein Foul? Ist das kein Foul? Okay. War der Götze beinahe nochmal getroffen. Bei mir wäre es anders gewesen. Da wäre der Torwart rausgekommen und nicht an den Ball gekommen. Der hätte ihn sich selbst reingeboxt. Oh!
Wenn er noch Kopfballtore macht, dann ist es. Dann ist es soweit. Nein. Oh, oh. Oh. Ehrentürchen. Schade. 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 Okay, gewonnen. Das dürfte jetzt der Aufstieg sein, den wir perfekt gemacht haben. Oder täusche ich mich da? Dann kommt jetzt noch ein Sieg fehlt dann noch zum Liga-Titel. Aubameyang, Reus. Schade, dass der nicht reingegangen ist. Was ist das hier gerade? Was für ein Spielfehler ist das? Ist das ein Bug? Beendet sich die Partie nicht von alleine? Ah, jetzt. Ich würde sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Oder? Ja. Ein Sieg fehlt noch zum Ligatitel. Welche Liga sind wir eigentlich? 4, glaube ich. Oder? Ist das Liga 4? Ja, ein Sieg fehlt noch zum Ligatitel 4 und dann sind wir auf jeden Fall in Liga 3 sind wir schon mal. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.